Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Folge Nummer 5 schon. Und wir sind immer noch im Startgebiet. Und sind hier fleißig am Rätsellösen, am Schätze sammeln. Damit wir unseren Reichtum ein bisschen hochpushen und damit wir das Gebiet natürlich auch zu 100% abschließen können. Was in der letzten Folge ein bisschen krass war, wir hatten da, glaube ich, einen Elite-Gegner oder so. Da müssen wir mal schauen, wie wir den knacken. Aber ich glaube, dass wir den jetzt noch so schwer knacken können. Weil der uns halt auch mit ja, 2, 3 Hits haut uns der aus dem Leben. Und ja. Aber den werden wir auf jeden Fall noch machen. Gut, Leute, machen wir das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder ein Abo. Da würde mich alles sehr, sehr freuen. So, jetzt aber runter hier. Okay. Also Eiszapfen, da können wir uns übrigens nicht festhalten. Das geht nicht. Wir nehmen alles mit hier. Okay, dann schauen wir mal, hier oben war noch was. Oder? Hier ist anscheinend nichts, okay. Hier können wir ein bisschen was looten. Das haben sie ein bisschen blöd gemacht hier, dass man das 100% treffen muss. Hier scheint nichts zu sein. Wir müssen übrigens noch 2 Hirsche finden. Soweit glaube ich nichts mehr, oder? Saling Ausblick. Na, quatschen will ja auch keiner. Natürlich kann man aber nicht rein. Aufsitzen, ne. Wir gehen mal hier runter. Zur Küste. Ich weiß gar nicht, ob ich hier mir mein Boot holen könnte. Da unten. Okay, mit dem Landschiff zu. Okay, hier können wir. Hier könnten wir unser Schiff rufen. Ein neues Schnellreiseziel. Ist das eine Robbe oder was ist denn das? Ist das ein Fischlis? Hm,
Wir schauen mal auf die Karte. Okay, da haben wir jetzt schon mal ein Schnellreiseziel. Das bedeutet, wir haben jetzt eigentlich hier nichts mehr. Wir könnten jetzt eigentlich mal hier rüber. Das scheint ja alles noch Rätsel zu sein. Okay, ich würde sagen, Leute, wir holen uns jetzt mal das Schiff und schippen mal hier rüber. Hier hin. Oh, hier ist überall. Hier ist, oh, geil. So viel Zeug noch. Hier ist noch was. Reichtum. Da ist was. Da könnt. Wir könnten eigentlich gleich hier rüber, hä? Schippern. Na komm, wir gehen gleich hier rüber. Merkt schon, Leute, ich weiß überhaupt nicht, was ich zuerst machen soll. Richtig geil. Und hier ist auch noch was. Mei. Okay, wir holen mal das Schiff und gehen erstmal da hinten rüber. Hallo? Achso, da. Geile Sache. Führung übernehmen. Verschwinden wir von hier. Und wir wollen darüber. Da haben wir auch noch was gesetzt. Ach komm, wir gehen erstmal hier rüber. Jetzt sehen wir es. Stimmt etwas an. Habt ihr Salzgalten-Geschichten auf Lager? Wir alle erinnern uns, wie Eivor befahl, Kjöldwis Clan in Öchwaldsnes anzugreifen. Ich wusste schon damals, dass ein Sieg unwahrscheinlich war. Es war ein törichtes Unterfangen. Doch Eivor befahl den Angriff und ich folge meinem Anführer. Wie es ein ehrbarer Mann tun sollte. Ihr wisst alle, was folgte. Wir warfen uns auf Kjöldwis Männer und wurden. Warte, guter Skalde. Kann uns eine Kiste, kann ich die aufwachen? Nee, eigentlich nicht. Okay, dann schauen wir nochmal. Was siehst du da oben, Sühnen? Gar nicht so klein, das Ding hier. Was ist denn das hier? Pilze. Fliegenpilz essen? Die sind doch giftig, oder? Ja, seltsam. Acht auf die Zeichen, durchquere die Türen in richtiger Reihenfolge. Was? Achso. Was für Zeichen? Hier ist ja so eine Statue halt, aber. Ich hab keinen Plan, Leute. Lesen.
Das erste Tor führt nach Trutheim, wo Thors Donner bis Ragnarok erklingt. Das zweite Tor führt nach der Ort für die Guten der Schlacht Mühe. Das dritte Tor führt nach Glatzheim, wo Willkommen heißt. Thor Donner. Thor Donner. Ja, Thor Donnergott, genau. Die zweite war dann. Also richtig gehabt. Ein Bluttrinker willkommen heißt. Könnte es sie sein? Ach komm, wir gehen mal rein. Ist das richtig? Der Wald gereist und viele Fahrten tat, was in fremder Brust sich hegt, sofern Besonnenheit er sich bewahrt. Okay, abgeschlossen. Na, die ersten zwei waren bloß Glück. Sehr schön. Das gleiche nochmal, oder? Genau. War jetzt komplett von Ghost of Tsushima. Okay. Oh, Alter! Elendiges Vieh. Sind wirklich komplett hinterhergerannt. Jemand zu Hause? Das ist keine natürliche Stille. Es ist fast, als würde ein Fluch über einen. Finde den Schlüssel für jedes Truhenschloss. Amir und Ymir. Wo die beiden wohl stecken? Ernis Tagebuch 1. König Harald mag keine Gedichte. Es langt ihm nur nach dem aufgeplusterten Geschleim und niederer geschwängerter Sklaven, Skalden. Es kann mich aus dem Haus verbannen, doch wird er meine Saga von König Harald dem Ungerecht nicht verklingen lassen. Man wird sie noch hören, lange nachdem sein Knochenstaub die Erde genährt hat. Doch zuerst müssen wir jagen, Ymir und ich, und des Nachts, wenn unsere Bäuche voll sind, werden die Verse wie Honig fließen. Okay. Okay, wir brauchen Schlüssel. Da vorne ist irgendwas. So, was ist denn? Ymir wurde getötet. Die Wölfe, die Ymir holten, sind nun auch meinetwegen gekommen. Verlauster Köter, sie haben meine Fallen überwunden. Ich höre sie an der Tür. Ich erinnere mich nicht, wann ich zuletzt aß, doch der Blutrausch gibt mir Kraft und bald trinke ich das ihre. Ich werde viele dieser Viecher mit mir nehmen und auf ihrem verzweifelten Geheul nach Verhall reiten. Wir brauchen Schlüssel. Silber. Leere Schachtel. Schon schön, wenn da die Kiste drin ist, wenn ich keinen Schlüssel habe. Okay, hier scheint aber auch nichts zu sein, groß.
zeig es mir. Könnten höchstens da hinten mal rüber schippern. Okay, da fehlt auf jeden Fall noch der Schlüssel. Hier scheint eine Art Dungeon zu sein. Komm, gehen wir hier rüber. Na, hier waren wir doch schon, oder? Sieh nur, da haben sich Soldaten ver... Oder war das... Ah, das war düster, okay. Vielleicht kriegen wir ja da einen Schlüssel. Wir kämpfen, Spitzhart! Bringt ihn in den Tod! Boah, muss weg. Ein paar Bären brauchen. Ah, der trifft ja nicht. Alter Schwede. Ich brauche echt mehr Bären. Okay, dann muss ich ein bisschen vorsichtiger kämpfen. Gibt es hier vielleicht ein bisschen... Bärchen. Tötet sie alle! Oh!
Ach, das wird jetzt nicht. Okay. Haben wir die geschafft, oder wie? Ja, sind noch welche da. Klemmt, ich muss auf die andere Seite. Okay, gehen wir auf die andere Seite. Von der anderen Seite versperrt sein. Okay, können wir doch von oben rennen. Okay. Gut, wir haben, was wir wollten. Los jetzt! Wo komm ich da nicht rein? Alter, ernsthaft? Das ist ja blöd. Wir schauen trotzdem mal weiter. Zeig mir, was vor uns liegt. Hier könnte was sein. Komisch, dass ich da nicht reinkomme. Nachhinein Schatzsuche. Ich bin sicher, Glums Schiff versank, gefußt der Norden. Ich weiß, dass ich eine Truhe im Wasser sah, als ich die Küste habe. Okay. Ich sollte nicht zu lange in diesem Eisbad bleiben. Gut, Blumen. Waffenrunen. Ja, warum kriege ich denn diese blöde Tür nicht auf? Das sind schon mehrere Sachen, weil ich nicht looten kann, das nervt. Oben kann man aber auch nicht rein. Diesen Wachen entgeht nichts. Sie wurde wohl verriegelt. Keine Ahnung, wie ich hier reinkommen soll. Was siehst du?
Da wäre so eine Luke. Ich weiß nicht, ob man... Da kann man da oben das kaputt hauen. Checkpoint. Wasserrune, Rüstungsrune. Rüstungsrune. Schauen wir doch gleich mal in unser Inventory. Ja, das bringt mir nichts. Wenn ich das jetzt verbessere, dann kann ich ja die Rune trotzdem nicht reinsetzen. Ah, das geht nicht. Ich habe bloß einen Runenplatz. Kann ich so eigentlich nichts machen. Bin mir jetzt immer echt noch nicht so sicher, ob ich jetzt schon verbessern soll überhaupt. Oder ob ich mir die Materialien nicht aufheben soll. Okay, dann... Hier hinten hätten wir auch noch was. Wir könnten aber auch gleich mal hier hochgehen. Reiten wir da hinten hin. Und dann gehen wir mal oben auf den Berg drauf. Oh, es wird wieder kalt werden jetzt.
zeig es mir. Na, doch mal weiter rüber. Was du denn? Mit dem Kämpfen ist. Dieses Wasser ist tödlich. Oh, ich verstehe nicht, warum es einfach nicht geht, dass sie da taucht. Taucht die denn nicht? Okay. Meditieren, was passiert denn da? Kann man die Tageszeit ändern? Okay. Siehst du, alte Freundin? Es scheint so nichts zu sein, oder? Aber wir wollen auf jeden Fall mal. Puh, das wäre weit oben. 600 Meter da hoch. Okay, machen wir das mal. Ich sollte halt immer probieren, dass ich jetzt ein Gebiet komplett abschließe, bevor ich ins nächste gehe. Also alles, was ich ja abschließen kann, ist klar, wenn jetzt irgendwie Elite gehen, sind die jetzt noch nicht schaffen kann, wird es halt schwierig. Huh?
Das scheint eine Hülle zu sein, oder? Nee. Sieht besser aus, okay. Okay, kommen der Sache schon näher. Ah, die Musik ist so geil. Also wie Leute, wer Assassin's Creed mag, holt euch das. Also die ersten Stunden sind schon richtig nice. Klar, es kann sich alles noch ändern, aber bis jetzt gefällt es mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Liegt auch auf dem Setting hier. Die einfach überall hochklettern kann. Oh, hier ist ein Lager. Sieht so aus wie das die eine Stelle, wo wir schon mal waren. Und da wo hier der komische Typ gelegen ist, also vom Aufbau hier sieht es genauso aus. Ort entdeckt. Fanarak Bergspitze. Ja, da genau da wollen wir auch hin. Wir müssen alles erkunden, Leute. Schon weit hoch, ey. Es wird immer gesagt, oh, es hier ist zu kalt, geh bitte wieder runter.
Wir kommen unserem Ziel näher. Wir kommen unserem Ziel näher. Hoch. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so hoch waren. Krasse Scheiße. Die leuchtet alles. So, ich springe jetzt hier runter. Ich hoffe, dass ich im Wasser lande. Okay. Schön die Bären mitnehmen. Hier ist ein See. Siehst du? Da oben ist ein Schatz. Den holen wir uns noch. Und dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir den. Oh, da ist ein Bär. Der will uns wahrscheinlich one-hitten. Oh, der ist gelb. Alter, okay. Eisbärenfell.
Okay. Ledereisen jetzt. Okay, was ist das? Hier ist nichts mehr. Über die Gerippe hier. Oh, hier war noch was. Oh, da sind zwei Eisbären. Oh. Mit zwei, weiß ich nicht, ob ich mich da anlegen kann. Ja, mit zwei Scheiße. Eieiei. Keine Pfeile mehr, oder was? Der war doch schon down, Mensch. Ich hoffe mal, das blöde Eisbärenfell noch bekommen habt, da. Das ist die erste wenigstens. Schauen wir schnell unser Inventar. Erste müsste ich ja gekriegt haben. Ja, das habe ich. Genau, du erwischt mich ja. Wir gehen jetzt aber auch noch.
Ah, du musst mich weiter weggehen. Da muss Leder dafür. Was ist das für ein Scheiß? Den habe ich ja schon gelootet, oder? Bergspitze. Gekritzelte Worte von Ragnwald. Wanderskalt. Die alten Götter sind tot, auch unsere werden sterben. Nachdem das letzte Totenlied verklingt, berühren Nimis Knochen noch immer den Himmel. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir es aber an der Stelle Schluss. Ich wollte eigentlich schon eher aufhören, aber konnte wieder nicht. Gut, Leute, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Da werden wir natürlich weitermachen. So ein bisschen Schätze und so weiter. Hier oben ist auch gerade noch was. Das können wir dann auch noch holen. Gibt es überall noch so viel zu holen. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Mal schauen, wie viel wir dann auch schaffen. Gut, da würde ich mich freuen. Okay, hier ist was Größeres. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge. Ansonsten wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.